Noch ein Drache. Soll ich noch einen Drachen setzen? Wisst ihr was? Ich bin so bekloppt. Ich setze einfach noch einen Drachen. Hallo Leute, hier ist euer Ska aus der Spielwiese wieder mit der kleinen Runde Castle Crush. Ja, und ich zeige euch mal ganz kurz mein Deck, mit dem ich heute spielen will. Eigentlich dasselbe wie vom letzten Video, nur ich habe ein, zwei Teile vielleicht ein bisschen abgeändert. Und zwar habe ich jetzt die Bogies dabei einmal. Und ich weiß gar nicht, hatte ich die Piratin das letzte Mal dabei? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich die zwei jetzt eingepackt als kleine Unterstützung für die Bogenschützenkönigin. Ja, und natürlich, ich habe die Hexe dabei. Jetzt habe ich zwei legendäre Karten dabei. Ich war kurz am überlegen, ob ich auch noch den Drachen reinpacke. Aber das hat für mich keinen Sinn. Das wird irgendwie, das wird nicht funktionieren. Ich kann es gleich mal beim letzten Game oder so einfach mal probieren. Aber jetzt spielen wir erstmal so. Und danach kann ich ja dann den Drachen auch nochmal reinschlamöseln. So, Sonderangebot ist am Start. Legendäre Kiste. 100.000 Gold und 5.000 Juwelen. Für 40 Euro. Die spinnen doch, ey. Nein, danke. Obwohl, in der legendären Kiste sind hier, glaube ich, zwei Stück drin. Aber 40 Euro? Nö. Ich spiele einfach so. Ich hab jetzt drei legendäre Karten von 5. Und das reicht fürs Erste. Freunde. So, wir können eigentlich das... werden wir eine Pfeile klären. Ich baller einfach den nah auf die erste Lane. Und werde jetzt seine Truppen wegfallen. Leider haben die Feinde den Krieger nicht getroffen, aber das ist gar nicht so schlimm. Wir setzen unten jetzt unseren Krieger hin und unsere Nahe gegen seine Skelettarmee. Das klappt eigentlich ganz gut. Der Nahe kontert die Skelettarmee sehr, sehr gut. So. Das hat aber nicht gereicht. Aber so funktioniert das doch ganz gut. Ja. Das sieht mir ganz gut aus. Jetzt werden wir die Hexe schon mal droppen. Weil wir haben eh nur Skellies auf dem Feld. Zack, und sein Push ist weg. Und jetzt können wir los. Ich hoffe, wir ziehen jetzt die Bogenschützenkönigin. Tun wir aber leider nicht. Sonst hätten wir die sofort droppen können. Schade. Aber wir können unsere Erscheinung spielen. Und er verlässt das Match. Und kommt wieder und verlässt es wieder. Plus 13 Erscheinung. Jetzt ist... Boah. Ich glaube, der spielt nicht mehr. Ja, das war's mit dem. Ja, okay. Da wollte er ja nicht mehr. Da hatte er keinen Bock mehr. Naja, dann gehen wir ins nächste Game rein. Warum nicht? Das Mikro ein bisschen so. Wir spielen gegen Boss. Boss aus dem Clan Brotherhood. Wie geht's dir? Du bist Level 9, Kollege. Krass. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich bin Level 8. Aber ich bin unterwegs auf Level 9. So lange wird es nicht mehr dauern. Aber der hat hier die Krieger und die Bogis Level 10. Den Golem Level 10. Alter. Den Zwerg hat er auch auf Level 10. Das ist so unfair. Irgendwie lächerlich. Guck mal, die Skelettarmee hat da auch Level 10. Und zu mir wird unter die Videos geschrieben, ich wäre pay to win. Oh Mann. Oh Mann. Okay, jetzt ist die Frage, wie wir das jetzt ausspielen. Wir ziehen einfach die Pfeile nicht. Wir werden trotzdem unsere Hexe spielen müssen. Aber wir ziehen einfach unsere... Nein, jetzt werden die Truppen da oben wieder normal. Obwohl, das waren ja nur Bogies. Quatsch, Skellies. Alter, der hat ja über... Der hat übertrieben starke Karten. Egal, wir knallen mal den Krieger da rein. Und den Skelettkönig hinterher. Und jetzt pushen wir. Jetzt pushen wir mit der Bogenschützenkönigin unten. Und wir werden jetzt auf die dritte Lane auch noch eine setzen. Wollen wir mal gucken, wie er das kontert. Ah, das sieht sehr, sehr schön aus. Oh, ich muss die schnell verteidigen. Schnell verteidigen. Ja, ja, sie lebt noch. Sehr gut. Nein, ich wollte die Bogi setzen, nicht die... okay. Oh, das ist aber nicht so schlimm. Wir haben jetzt gewonnen. So schnell geht das. Dann wird das noch ganz gut ausgekontert.
obwohl er eigentlich ganz klar am Gewinnen war, haben wir das trotzdem irgendwie noch... Irgendwie haben wir das hingekriegt. Okay, wartet mal. Wisst ihr was? Wir haben ja morgen... Nee, beziehungsweise heute Weihnachten. Ich habe dies... Also wir haben heute den 23. für mich, weil ich nehme das am 23. auf, aber ich lade es hoch am 24. Wisst ihr was? Weil es Spaß macht, werden wir einfach mal den Drachenreich stopfen. Hey, warum denn nicht? Das wird zwar sehr wahrscheinlich in die Hose gehen, aber wir testen das mal. Wir testen das jetzt einfach mal so. Wir werden dann noch, anstatt die Erscheinung nochmal Bogis reinsetzen, damit wir unser Deck ein bisschen günstiger machen. Und so werden wir das jetzt spielen. So werden wir das spielen und ich hoffe mal, dass wir trotzdem gewinnen, obwohl dieses Deck eigentlich richtig absurd ist. 2900 Trophäen. Boah. Jetzt muss ich mich aber ranhalten. Der hat die Extra-Kristalle am Start. Er hat sehr wahrscheinlich ein Drachendeck. Jo, das sieht sehr nach einem Drachendeck aus. Extra-Kristall. Stärkung. Typische Züge. Jetzt wird er wahrscheinlich die Pfeile am Start haben. Ja. Ja, das sieht nach einem Drachendeck aus. Würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Wir setzen trotzdem mal den nah. Wir müssen auf jeden Fall unsere Hexe und die Pfeile parat halten, falls er gleich den Drachen setzt. Das sieht nämlich sehr gefährlich aus. Er müsste nämlich jetzt schon theoretisch 7 bis 8 Extra-Kristalle haben. Mana-Kristalle, so. Und das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Deswegen, ich probiere jetzt so schnell wie es geht rein zu pushen. Er hat noch die Bombe dabei, wow. Die Bombe war eine lange Zeit meine Lieblingskarte. Jetzt wird die Bogenschützenkönigin. Nein, er hat die Hexe dabei. Nein. Nein. Wow, er hat sie auch. Okay. Er hat auch die Bogenschützenkönigin am Start. Nein, ich habe die auf die falsche Lane gesetzt. Der hat die Level 2. Was? Und Schlammelementar? Nicht, nee, wie heißt der? Sturmelementar. Bitte was? Der hat die beiden neuen Legendaries schon am Start und die Bogenschützenkönigin schon Level 2. Der hat sich zu 100% das Weihnachtsangebot geholt. Wow. Alter. So viel zum Thema Pay to Win. Wir setzen jetzt unseren Drachen. Wir setzen jetzt einfach den Drachen. Der regelt das schon. Ich hoffe einfach, dass er jetzt nicht sofort wieder eine Hexe setzt. Zack. So, das funktioniert ganz gut jetzt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Der Drache kommt vor. Wird unterstützt von der Bogenschützenkönigin. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das hat mir gefallen. Wow, was der für Karten hatte. Er hatte die Bogentussi. Die hatte der schon auf Level 2. Und er hatte den das Sturmelementar-Ding ins Gerät. Krass. Also hätte der jetzt noch den Schamanen am Start gehabt, ne? Dann wäre ich aber ausgeflippt. So, ich habe alle meine drei Legendaries drin, die ich auch freigeschalten habe. Wisst ihr was? Wir machen noch ein Game. Wir machen einfach noch ein Game. Und wir gucken mal, wie das funktioniert. Das hat eben relativ gut funktioniert. Vielleicht hat er gerade seine neuen Karten auch ausgetestet. Sah zumindest so aus. Und ja, wir werden das einfach nochmal spielen. Wir werden das einfach nochmal spielen und dann gucken wir einfach mal. Vielleicht klappt es ja nochmal. Vielleicht klappt es einfach nochmal. So. Ich werde ja gleich noch eine Runde Paladins aufnehmen. Die kriegt ihr dann auch noch am 24. Aber abends rausgeballert. Mal gucken, wie viele Leute abends YouTube gucken. Das juckt mich wirklich. Abends am 24. Wer guckt da YouTube? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde das am 25. mittags irgendwie freischalten. Ich lade diese Videos ja auf einmal hoch und lasse sie dann geplant freischalten, ne? Das funktioniert einfacher. Und er hat jetzt schon einen schwarzen Ritter auf dem Spielfeld. Und ich habe jetzt schon ein Riesenproblem. Ich habe ein riesiges Problem. Wie soll ich den auskontern? Ich habe nichts, um seinen schwarzen Ritter jetzt auszukontern. Gar nichts. Verdammt. Jetzt habe ich die Pfeile weggeschossen. Warum habe ich das gemacht? Okay. Ich
Der hat die Hexe gezogen. Wir hoffen einfach mal, dass er nichts hat, um die Hexe jetzt schnell zu töten. Boah, wir haben es noch überlebt. Wir haben es noch überlebt, aber das sah sehr gefährlich aus schon. Das sah sehr gefährlich aus. Okay, wir haben die Bogenschützen. Ach, ich nenne die einfach Bogentussi, das ist leichter auszusprechen. Wir greifen den schwarzen Ritter mit Skelettarmee an. Und die Bogentussi hinten dran. Knallen dann noch eine Piratin rein, weil die wird dann stärker vom Angriff. Den Krieger ein bisschen als Tank sozusagen. Obwohl er nicht wirklich tankt. Ja, jetzt musste er die... Guck, er musste die Bogentussi töten. Die macht alle Karten auf Fernangriff so stark. Jetzt droppen wir unseren Drachen. Jetzt wollen wir gucken, wie er das auskontert. Ja, ey, die Bogentussi ist so krass, ey. Nein! Aber der macht auch die normalen Bogis so... Oh. Jetzt wird's gefährlich hier unten. Jetzt wird's tatsächlich gefährlich. Aber wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das hin. Wir kontern ihn sehr gut aus. Sehr gut, dass ich die Skelettarmee in diesem Deck habe. Oh, der Drache macht massive Damage. Oh, das gefällt mir. Ah, das macht gerade richtig Spaß. Oh, 300 Leben. Der hat nur noch 300 Leben, Leute. Wieder der Drache. Sehr schön. Wir setzen den einfach. Der regelt das schon. Der Drache ist so stark. So, wir haben unten so eine kleine Skeletthorde noch am Rumrennen. Ist ja keine Armee, ist schon eine Horde. Noch ein Drache. Soll ich noch einen Drachen setzen? Wisst ihr was? Ich bin so bekloppt. Ich setze einfach noch einen Drachen. Obwohl ich das Game jetzt schon gewonnen hätte. Einfach nur für den Look. Weil das geil aussieht, wenn zwei Drachen rumrennen. Das sieht einfach geil aus. Oh, jetzt setzt er den Freeze. Wenn ich jetzt noch einen Drachen ziehen würde, boah, das wäre einfach brutal. Leider nicht, aber noch einen. Ah, ich konnte sie aber nicht mehr setzen. Schade. Ey, das hat mir gerade richtig Spaß gemacht. Wir sind jetzt zwei Trophäen vor den 2800. Ich weiß gar nicht, was waren meine höchsten Trophäen? 2843 war das höchste, das ich bis jetzt hatte. Jetzt ist die Frage, schaffe ich das, in diesem Video zu toppen? Wisst ihr was? Ich bin so bekloppt. Ich spiele nochmal. Warum nicht? So, wir heilen uns erst. Und dann gucken wir, was setzt er? Was hat er für eine Art Deck am Start? Ich habe das Gefühl, dass seit dem Patch mit den neuen legendären Karten das Drachendeck ein bisschen out geworden ist. Und die meisten eher mit, mit diesen Push-Decks, mit diesen schnellen Push-Decks am Start sind, die eigentlich meiner Meinung nach total, das hört sich vielleicht ein bisschen eine Hate an, aber ich finde das richtig noobig, diese Decks. Aber ist Geschmackssache. Denn es macht Spaß, es macht Laune, erst der Arsch, Leute, dann die Pflaume. Ich hoffe einfach, er hat keine Pfeile dabei, sonst war die Skelettarmee eigentlich Verschwendung. Aber er hat die Pfeile dabei, natürlich. Denn eigentlich hat jeder die Pfeile. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Okay, wir setzen den Krieger, der ein bisschen vorrennen kann. Halten dahinter unsere Piratin fest. Wollen wir mal gucken, was der setzt. Oh ja, wir setzen die Bogenschützenkönigin. Die werden jetzt den Skelettkönig unten töten, die zwei. So stark, ey. Das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Er muss die Hexe spielen. Er muss einfach die Hexe spielen. Da hat man richtig den Angstschweiß, hat man schon gemerkt hier bei ihm. Okay. Aber wir haben die Pfeile. Und die regeln das ganz schön. Wir haben jetzt zwei Drachen auf der Hand. Und wisst ihr was? Den setzen wir jetzt. Wir setzen jetzt erstmal einen. Und werden den zweiten sofort hinterher setzen. So. Jetzt will ich sehen, was der da auskontert. Das will ich sehen. Obwohl, der hat doch die Hexe. Nein, was mache ich denn? Er hat doch die Hexe. Jetzt schnell. Tötet sie. Ja, die Drachen sind wieder da. Bogenschützen, Tussi, Dingsgrad. Pfeile. Oh, sieht das geil aus. So. Die Bogis
Piratin. Und das ist geregelt, das Spiel. Das ist geregelt. Da kommt er nicht mehr raus. Oh ja, das war schön. Das war sehr schön. Jetzt haben wir die 2842 Trophäen. Was hatte ich denn als höchstens? 2843 waren meine höchsten. Ja gut, wir lassen das jetzt so. Ja. Dann verabschiede ich mich bei euch. Das war ja Skaos, der Spielewiese mit einer kleinen Runde Castle Crush. Und ich habe heute alle meine legendären Karten benutzt. Und dafür, wisst ihr was? Wir machen das mal so. Ich will mal sehen, wie viele Leute meine Videos eigentlich bis zum Schluss gucken. Und wisst ihr was? Jeder, der das Video bis zum Ende geguckt hat, der muss mich das wissen lassen. Schreibt in die Kommentare 3, die Zahl 3. Und dann... Nee, warte, wir machen das anders. Hashtag Legendary. Hashtag Legendary in die Kommentare. Jeder, der mein Video bis zum Schluss geguckt hat, der wird das jetzt reinschreiben und dann sehe ich die wirklichen Spielewiese-Fans. Yo, das war ja Skaos, der Spielewiese wieder mit einer kleinen Castle Crush und ich bin hier jetzt raus. Knall da noch eine Piratin rein, weil die wird dann stärker vom Angriff. Den Krieger ein bisschen als Tank sozusagen, obwohl er nicht wirklich tankt. Ja, jetzt musste er die... Guck, er musste die Bogentussi töten. Das, er musste. Die macht... alle Karten auf Fernangriff so stark. Jetzt droppen wir unseren Drachen. Jetzt wollen wir gucken, wie er das auskontert. Ja, ey, die Bogentussi ist so krass, ey. Nein! Aber der macht auch die normalen Bogis so Oh. Oh. Jetzt wird's gefährlich hier unten. Jetzt wird's tatsächlich gefährlich. Aber... wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das hin. Wir kontern ihn sehr gut aus. Sehr gut, dass ich die Skelettarmee in diesem Deck habe. Oh, der Drache macht massive Damage. Oh, das gefällt mir. Ah, das macht gerade richtig Spaß. Oh, 300 Leben. Der hat nur noch 300 Leben, Leute. Wieder der Drache. Sehr schön. Wir setzen den einfach. Wir setzen ihn einfach. Der regelt das schon. Der Drache ist so stark. Der ist so stark. So, wir haben unten so eine kleine Skeletthorde noch am Rumrennen. Ist ja keine Armee, ist schon eine Horde. Noch ein Drache. Soll ich noch einen Drachen setzen? Wisst ihr was? Ich bin so bekloppt. Ich setze einfach noch einen Drachen. Obwohl ich das Game jetzt schon gewonnen hätte. Einfach nur für den Look. Einfach für den Look. Weil das geil aussieht, wenn zwei Drachen rumrennen. Das sieht einfach geil aus. Oh, jetzt setzt er den Freeze. Wenn ich jetzt noch einen Drachen... ziehen würde, wo? Das wäre einfach brutal. Leider nicht, aber noch einen. Ah, ich konnte sie aber nicht mehr setzen. Schade. Ey, das hat mir gerade richtig Spaß gemacht. Wir sind jetzt zwei Trophäen vor den 2800. Ich weiß gar nicht, was waren meine höchsten Trophäen? 2843 war das höchste, das ich bis jetzt hatte. Jetzt ist die Frage, schaffe ich das? In diesem Video zu toppen? Wisst ihr was? Ich bin so bekloppt. Ich spiele nochmal. Ich spiele einfach nochmal. Warum nicht? Warum nicht? So, wir heilen uns erst. Und dann gucken wir, was setzt er... was hat er für eine Art Deck am Start? Ich habe das Gefühl, dass seit dem Patch mit den neuen legendären Karten wieder... plus 13 Erscheinung. Jetzt ist... boah. Ich glaube, der spielt nicht mehr. Ja, das war's mit dem. Ja, okay. Da wollte er nicht mehr. Da hatte er keinen Bock mehr. Naja, dann gehen wir ins nächste Game rein. Warum nicht? Das Mikro ein bisschen so. Wir spielen gegen Boss. Boss aus dem Clan Brotherhood. Wie geht's dir? Du bist Level 9, Kollege. Krass. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich bin Level 8. Aber ich bin unterwegs auf Level 9. Solange wird's nicht mehr dauern. Aber der hat hier die Krieger und die Bogis Level 10. Den Golem Level 10. Alter. Den Zwerg hat er auch auf Level 10. Das ist so unfair. Irgendwie lächerlich. Guck mal, die Skelettarmee hat da auch Level 10. Und zu mir wird unter die Videos geschrieben, ich wäre pay to win. Oh Mann. Oh Mann. Okay, jetzt ist die Frage, wie wir das jetzt ausspielen. Wir ziehen einfach die, die Pfeile nicht. Wir werden trotzdem unsere Hexe spielen müssen.
Aber wir ziehen einfach unsere. Nein, jetzt werden die Truppen da oben wieder normal. Obwohl, das waren ja nur Bogies. Quatsch, Skellies. Alter, der hat ja über. Der hat übertrieben starke Karten. Egal, wir knallen mal den Krieger da rein. Und den Skelettkönig hinterher. Und jetzt pushen wir. Jetzt pushen wir mit der Bogenschützenkönigin unten. Und wir werden jetzt auf die dritte Lane auch noch eine setzen. Wollen wir mal gucken, wie er das kontert. Ah, das sieht sehr, sehr schön aus. Oh, ich muss die schnell verteidigen. Schnell verteidigen. Ja, ja, sie lebt noch. Sehr gut. Nein, ich wollte die Bogies setzen, nicht die... okay. Oh, das ist aber nicht so schlimm. Wir haben jetzt gewonnen. So schnell geht das. Dann wird das noch ganz gut ausgekontert. Obwohl er eigentlich ganz klar am Gewinnen war. Haben wir das trotzdem irgendwie noch... Irgendwie haben wir das hingekriegt. Okay, wartet mal. Wisst ihr was? Wir haben ja morgen... Nee, beziehungsweise heute Weihnachten. Ich habe dies, also wir haben heute den 23. für mich, weil ich nehme das am 23. auf, aber ich lade es hoch am 24. Wisst ihr was? Weil es Spaß macht, werden wir einfach mal den Drachenreich stopfen. Hey, warum denn nicht? Das wird zwar sehr wahrscheinlich in die Hose gehen, aber wir testen das mal. Wir testen das jetzt einfach mal so. Wir werden dann noch anstatt die Erscheinung nochmal Bogies reinsetzen, damit wir unser Deck ein bisschen günstiger machen. Und so werden wir das jetzt spielen. So werden wir das spielen und ich hoffe mal, dass wir trotzdem gewinnen, obwohl dieses Deck eigentlich richtig absurd ist. 2900 Trophäen. Boah. Jetzt muss ich mich aber ranhalten. Der hat die Extra-Kristalle am Start. Er hat sehr wahrscheinlich ein Drachendeck. Jo, das sieht sehr nach einem Drachendeck aus. Extra-Kristall, Stärkung. Typische Züge, jetzt wird er wahrscheinlich die Pfeile am Start haben, ja. Ja, das sieht nach einem Drachendeck aus. Würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Wir setzen trotzdem mal den nah. Wir müssen auf jeden Fall unsere Hexe und die Pfeile parat halten, falls er gleich den Drachen setzt. Das sieht nämlich sehr gefährlich aus. Er müsste nämlich jetzt schon theoretisch 7 bis 8 Extra-Kristalle haben. Mana-Kristalle, so. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Deswegen, ich probiere jetzt so schnell wie es geht rein zu pushen. Er hat noch die Bombe dabei. Wow. Die Bombe war eine lange Zeit meine Lieblingskarte. Jetzt wird die Bogenschützenkönigin. Nein, er hat die Hexe dabei. Nein. Nein. Wow, er hat sie auch. Okay. Er hat auch die Bogenschützenkönigin am Start. Nein, ich habe die auf die falsche Lane gesetzt. Der hat die Level 2. Was? Und Schlammelementar? Nicht, nee, wie heißt der? Sturmelementar. Bitte was? Der hat die beiden neuen Legendaries schon am Start und die Bogenschützenkönigin schon Level 2. Der hat sich zu 100% das Weihnachtsangebot geholt. Wow. Alter. So viel zum Thema Pay to Win. Wir setzen jetzt unseren Drachen. Wir setzen jetzt einfach den Drachen. Der regelt das schon. Ich hoffe einfach, dass er jetzt nicht sofort wieder eine Hexe setzt. Zack. So, das funktioniert ganz gut jetzt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Der Drache kommt vor. Wird unterstützt von der Bogenschützenkönigin. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das hat mir gefallen. Wow, was der für Karten hatte. Er hatte die Bogentussi, die hatte der schon auf Level 2 und er hatte den das Sturmelementar-Ding ins Gerät. Krass. Also hätte der jetzt noch den Schamanen am Start gehabt, ne? Dann wäre ich aber ausgeflippt. So, ich habe alle meine drei Legendaries drin, die ich auch freigeschalten habe. Wisst ihr was? Wir machen noch ein Game. Wir machen einfach noch ein Game und wir gucken mal, wie das funktioniert. Das hat eben relativ gut funktioniert. Vielleicht hat er gerade seine neuen Karten auch ausgetestet. Sah zumindest so aus. Und ja, wir werden das einfach nochmal spielen.
Wir werden das einfach nochmal spielen und dann gucken wir einfach mal. Vielleicht klappt es ja nochmal. Vielleicht klappt es einfach nochmal. So. Ich werde ja gleich noch eine Runde Paladins aufnehmen. Die kriegt ihr dann auch noch am 24. Aber abends rausgeballert. Mal gucken, wie viele Leute abends YouTube gucken. Das juckt mich wirklich. Abends am 24. Wer guckt da YouTube? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde das am 25. mittags irgendwie freischalten. Ich lade diese Videos ja auf einmal hoch und lasse sie dann geplant freischalten, ne? I serve no one. Das funktioniert einfacher. Und er hat jetzt schon einen schwarzen Ritter auf dem Spielfeld. Und ich habe jetzt schon ein Riesenproblem. Ich habe ein riesiges Problem. Wie soll ich den auskontern? Ich habe nichts, um seinen schwarzen Ritter jetzt auszukontern. Gar nichts. Verdammt. Jetzt habe ich die Pfeile weggeschossen. Warum habe ich das gemacht? Okay. Ich habe die Hexe gezogen. Wir hoffen einfach mal, dass er nichts hat, um die Hexe jetzt schnell zu töten. Boah, wir haben es noch überlebt. Wir haben es noch überlebt, aber das sah sehr gefährlich aus schon. Das sah sehr gefährlich aus. Okay, wir haben die Bogenschützen. Ich nenne die einfach Bogentussi, das ist leichter auszusprechen. Wir greifen den schwarzen Ritter mit Skelettarmee an. Und die Bogentussi hinten dran. Noch ein Drache. Soll ich noch einen Drachen setzen? Wisst ihr was, ich bin so bekloppt. Ich setze einfach noch einen Drachen. Hallo Leute, hier ist euer Ska aus der Spielwiese wieder mit der kleinen Runde Castle Crush. Ja, und ich zeige euch mal ganz kurz mein Deck, mit dem ich heute spielen will. Eigentlich dasselbe wie vom letzten Video, nur ich habe ein, zwei Teile vielleicht ein bisschen abgeändert. Und zwar habe ich jetzt die Bogies dabei einmal. Und ich weiß gar nicht, hatte ich die Piratin das letzte Mal dabei? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich die zwei jetzt eingepackt als kleine Unterstützung für die Bogenschützenkönigin. Ja, und natürlich, ich habe die Hexe dabei. Jetzt habe ich zwei legendäre Karten dabei. Ich war kurz am überlegen, ob ich auch noch den Drachen reinpacke. Aber das hat für mich keinen Sinn. Das wird irgendwie, das wird nicht funktionieren. Ich kann es gleich mal beim letzten Game oder so einfach mal probieren. Aber jetzt spielen wir erstmal so. Und danach kann ich ja dann den Drachen auch nochmal reinschlamöseln. So, Sonderangebot ist am Start. Legendäre Kiste. 100.000 Gold und 5.000 Juwelen. Für 40 Euro. Die spinnen doch, ey. Nein, danke. Obwohl, in der legendären Kiste sind hier, glaube ich, zwei Stück drin. Aber 40 Euro? Nö. Ich spiele einfach so. Ich hab jetzt drei legendäre Karten von 5. Und das reicht fürs Erste. Das reicht fürs Erste, Freunde. So, wir können eigentlich das... werden wir mal eine Pfeile klären. Ich baller einfach den nah auf die erste Lane. Und werde jetzt seine Truppen wegfallen. Leider haben die Feinde den Krieger nicht getroffen, aber das ist gar nicht so schlimm. Wir setzen unten jetzt unseren Krieger hin und unseren Nah gegen seine Skelettarmee. Das klappt eigentlich ganz gut. Der Nah kontert die Skelettarmee sehr, sehr gut. So. Das hat aber nicht gereicht. Aber so funktioniert das doch ganz gut. Ja. Das sieht mir ganz gut aus. Jetzt werden wir die Hexe schon mal droppen. Weil wir haben eh nur Skellies auf dem Feld. Zack, und sein Push ist weg. Und jetzt können wir los. Ich hoffe, wir ziehen jetzt die Bogenschützenkönigin. Tun wir aber leider nicht. Sonst hätten wir die sofort droppen können. Schade. Aber wir können unsere Erscheinung spielen. Und er verlässt das Match. Und kommt wieder und verlässt es.